In diesem Videotutorial möchte ich Ihnen die Funktionen von Uni Bremen LOGS oder kurz UbiLOGS, dem Blog-System der Universität Bremen, im Überblick vorstellen. Zu diesen Funktionen gehören die Aktivitäten, die Mitgliederverwaltung, die Gruppen und Foren sowie die Blogs und ich werde auf die zentralen Navigationselemente in diesem Tutorial eingehen. Zunächst zur Startseite. Von der Startseite aus haben Sie die Möglichkeit, direkt nach Mitgliedern zu suchen, nach Gruppen zu suchen, nach Foren und nach Blogs. Sie haben in der Seitennavigation die Möglichkeit, jüngst aktive Mitglieder einzusehen. Sie können auf News des Service-Blogs zurückgreifen. Das heißt, Informationen rund um dieses Blogsystem werden in diesem Blog veröffentlicht und werden hier angezeigt. Und auf weitere Tutorials können Sie hier zurückgreifen. Sobald Sie ein ZFN-Account haben, also einen Account, mit dem Sie sich auch bei StudIP anmelden können, dann können Sie sich auch bei Uni Bremen LOGS anmelden. Bei der ersten Anmeldung hier in diesem Startfenster wird für Sie ein Benutzerkonto angelegt, welches Sie dann unter Profil genauer definieren können, wie Ihr Anzeigename ist und weitere Einstellungen können Sie dann vornehmen. Ich habe das bereits getan und möchte mich mit meinem Test-Account an diesem Blog-System anmelden, damit ich Ihnen die Grundfunktionalitäten des Blog-Systems näher vorstellen kann. Ich klicke hier noch an Erinnere dich an mich, damit ich beim nächsten Mal mich nicht einloggen muss. Dies ist allerdings nur zu empfehlen, wenn Sie sich an Ihrem eigenen Rechner befinden, weil ansonsten jemand anders auf Ihre Daten auch zurückgreifen könnte. Ich klicke auf Anmelden und sehe daran, dass mein Name und mein Profilbild angezeigt wird, dass ich mich am Blog-System angemeldet habe, kann mich hier auch natürlich direkt wieder abmelden. Zu diesen Bestandteilen des Blog-Systems gehört zum ersten der Aktivitätsstream. Das heißt, die Aktivitäten, die zentral auf diesem System ablaufen, werden alle gesammelt und werden Ihnen hier, alle Mitglieder, 149 im Moment, werden Ihnen hier gebündelt dargestellt. Das heißt, wenn jemand einen neuen Blogbeitrag schreibt, einen Kommentar setzt, an jemanden seine Pinnwand schreibt und so weiter, das wird Ihnen hier innerhalb dieses Streams dargestellt. Allerdings nicht Informationen, die für das Lesen anderer eingeschränkt sind. Das heißt, Sie brauchen sich hier keine Angst um Ihre Privatsphäre zu haben. Das heißt, hier werden nur Informationen eingespeist, die auch wirklich für den freien Zugang bestimmt sind. Sie können diese Ansicht filtern nach Blogartikeln, nach Blogkommentaren, nach neuen Gruppen und so weiter. Sie haben die Möglichkeit, direkt auf meine Gruppen zurückzugreifen, also auf Ihre eigenen Gruppen zurückzugreifen, können sehen, was dort passiert, was dort an der Pinnwand steht. Sie können sich Ihre Favoriten ansehen. Das heißt, Favoriten entstehen in dem Moment, wenn Sie zum Beispiel in der zentralen Ansicht einen Beitrag haben, den Sie favorisieren möchten. Das heißt, hier zum Beispiel dieser Beitrag von Thomas Bernhard, können Sie hier auf Favorisieren klicken und dann wird unter Meine Favoriten dieser Beitrag auch angezeigt. Außerdem sehen Sie hier Erwähnungen von diesem Testaccount @auxi. Das heißt, hier hat mich zum Beispiel Thomas Bernhard erwähnt in einem Beitrag und das wird mir hier angezeigt. Dann finden Sie hier eine Funktionalität, die Sie inzwischen aus verschiedensten sozialen Netzwerken kennen dürften. Und zwar haben Sie die Möglichkeit, Statusmeldungen einzutragen. Sie können hierbei auswählen, wo diese Statusmeldungen landen, ob sie in Ihrem eigenen Profil landen oder in der Supportseite. Ich werde so eine Statusmeldung jetzt mal abgeben. Nehme gerade ein Tutorial auf und werde dieses Update innerhalb meines Profiles veröffentlichen. Und Sie sehen, wenn ich auf meinen Namen klicke, dann wird auch hier in meinem Profil, nehme gerade ein Tutorial auf, zwar mit Schreibfehler, aber es wird angezeigt. Genau, kommen wir zur nächsten Kategorie. Damit sind wir auch direkt zur nächsten Kategorie gekommen, nach dem Aktivitätsstream, und zwar zu der Mitgliederübersicht. Sie haben nämlich die Möglichkeit, in der Mitgliederübersicht zu sehen, die Profile von einzelnen anderen Nutzern. Und zwar, wenn Sie hier nochmal draufklicken auf diesen Reiter,
sehen Sie alle Mitglieder in der Übersicht. Eben das war Ihre Profilansicht. Jetzt haben Sie alle Mitglieder in der Übersicht, können hier schauen, wer zuletzt aktiv war, wer sich zuletzt registriert hat oder Sie alphabetisch ordnen. Wenn Sie das getan haben und hier die Übersicht sehen, können Sie auch Leute direkt hinzufügen als Freunde und so weiter. Die Funktionalitäten, die Sie auch aus anderen sozialen Netzwerken kennen halt. Eine weitere wichtige Funktionalität ist das Gruppenverzeichnis. Hier sehen Sie alle Gruppen des Blogs-Systems, können diesen Gruppen beitreten, können die Mitgliedschaft in Gruppen anfragen, die nicht öffentlich sind, und Sie sehen natürlich Ihre eigenen Gruppen, haben darüber hinaus die Möglichkeit, selber Gruppen zu erstellen. Es wird hierzu aber nochmal ein gesondertes Videotutorial geben. Dann kommen wir zu den Foren. In den Foren haben Sie die Möglichkeit, nach selber Themen anzulegen. Zum Beispiel in dem Support-Forum können Sie Themen anlegen, wenn Sie Fragen grundsätzlich zu diesem Blog-System haben, wenn Sie Probleme haben mit dem Anmelden oder sonstigen Einstellungen oder wenn Sie Vorschläge für neue Themes oder für neue Plugins haben, dann sind wir hier an der Stelle immer offen und Sie können sich hier in der Gruppe Support, klicken wir einfach mal drauf, können Sie das in einem neuen Thema anlegen und uns das mitteilen. Gut, ansonsten haben wir hier noch die Übersicht der einzelnen Blogs. Das heißt, hier finden Sie alle Weblogs des Blog-Systems und können auch hier über diesen Button neue Blogs anlegen. Ansonsten gibt es hier noch den Impressums-Button für das Blog-System und die Nutzungsbedingungen, denen Sie zustimmen müssen, um diese hier selber einen Blog anlegen zu können. Gut, kommen wir zu einem ganz wichtigen anderen Punkt, und zwar der Top-Navigation des Blog-Systems. Das ist diese Navigation hier oben. Sie bietet Ihnen von jeder Seite aus auf die wichtigsten Informationen oder Einstellungsmöglichkeiten zurückzugreifen. Das heißt, wichtige Seiten, die hier nur auf der Startseite eigentlich zu erreichen sind, können Sie auch über die Top-Navigation erreichen. Und diese Top-Navigation, das ist das Gute, steht Ihnen auf jeder Seite des Weblog-Systems zur Verfügung. Das heißt, egal ob Sie auf der Startseite sind, ob Sie auf Ihrem eigenen Weblog sind oder auf dem Blog eines anderen, Sie werden immer die Möglichkeit haben, direkt und schnell den Zugriff zu finden. Über UB-Logs zum Beispiel kommen Sie direkt auf die Startseite zurück. Über Mein Benutzerkonto können Sie auf Ihre Aktivitäten zurückgreifen, die Aktivitäten Ihrer Freunde, der Gruppen und so weiter. Sie können sich Ihr Profil anzeigen, es direkt bearbeiten. Sie können auf Ihre Blogs zurückgreifen, auf Nachrichten, Freunde, Gruppen, Einstellungen und sich natürlich auch abmelden. Sie haben die Möglichkeit, Sie haben hierüber den direkten Zugriff zu Ihrem Admin-Panel Ihres Weblog-Systems. Ich habe hier noch mit diesem Test-Account kein Weblog angelegt, aber für mich besteht hier direkt die Möglichkeit, einen neuen Blog anzulegen. Wenn hier ein Blog angezeigt worden wäre, würde hier noch ein zusätzlicher Punkt aufpoppen, wo da steht Dashboard. Das heißt, hier kann ich direkt auf den Schreibtisch meines Weblogs zurückgreifen. Darüber hinaus bekomme ich in dieser Top-Navigation angezeigt Benachrichtigungen. Das heißt, hier zum Beispiel eine Freundschaftsanfrage von Thomas Bernhard. Auch andere Informationen werden mir hierüber angezeigt. Noch ein weiterer wichtiger Punkt ist dieser Impressums-Button. Dieser ist dynamisch angelegt, das heißt, egal auf welchem Blog Sie sich befinden, er wird Sie immer mit dem Impressum des jeweiligen Blogs verbinden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier über diesen weiteren Button der Top-Navigation Zufallsblog einen zufälligen Blog auswähle, dann wird mich der Button Impressum direkt auf das Impressum dieses Blogs zurück. Also interaktive Medien heißt der Blog und Sie sehen auch hier, die Nachricht wird an den Admin des Blogs interaktive Medien in pädagogischen Kontexten weitergeleitet. Ansonsten, ich gehe nochmal auf einen Zufallsblog, wird Ihnen in der Top-Navigation, damit sehen Sie auch nochmal, dass diese Top-Navigation immer zur Verfügung steht. Hier, die Top-Navigation ist immer noch da. Sie sehen auch hier direkt die Blogautoren und können, wenn Sie hier sehen, dieser Blog ist sehr interessant gestaltet zum Beispiel, klicken Sie hier drauf und haben direkt das Profil desjenigen, der diesen Blog verwaltet. So viel zum ersten Tutorial, welches die Grundfunktionalitäten vorgestellt hat. Wir werden auf die weiteren Funktionen noch in einzelnen anderen Tutorials eingehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.